Hallo Leute, hallo von André Unger. So, Larry Williams. Was ist meine Meinung von Larry Williams? Ist er ehrlich? Ist er ein Scam? Was kann ich sagen? Leider kann ich nichts Schlechtes sagen über Larry Williams. Meine Erfahrung mit Larry ist nur positiv. Immer und nur positiv. Ich denke, dass er ein extrem guter Händler ist, dass er eine unglaubliche Erfahrung in den Märkten hat und dass er wirklich liebt, was er macht. Er studiert die Märkte, er denkt immer, wie er die Märkte verstehen kann, was er machen kann, damit er von den Märkten Geld verdienen kann, und er liebt das. Und er ist extrem gut. Und er ist immer, er ist von 42, glaube ich, okay? Das heißt, er ist nicht mehr ein Jungs jetzt, aber er studiert immer noch. Wenn ich ihm E-Mails geschrieben habe, er hat fast immer sofort geantwortet. Und seine Antworten waren nicht extrem lang, aber immer sehr, sehr genau um die Frage, die ich gestellt habe. Und das ist gut. Ich meine, Larry Williams hat soweit die beste Performance in der Weltmeisterschaft. 11.000%, also von 10.000 Dollar bis über $1.100.000 in einem Jahr. Das ist natürlich unglaublich. Ich habe das auch gewonnen, aber nicht mit jener Performance. Aber das ist alles wahr. Das hat er wirklich geschafft. Das kann er nicht jeden Tag schaffen, aber er hat es geschafft, weil er extrem gut ist. Und er ist auch ein ehrlicher Kerl. Ich war mal in New York, glaube ich 2013 oder so, bei der Traders Expo und war bei einer von seinen Vorträgen. Er wusste nicht, dass ich dabei war. Ich war da hinten, stumm. Und er hat die Standings von der World Cup Standing Championship gezeigt. Er hat dann gezeigt, dass ich diese Sache mehrmals gewonnen habe. Also, und er sagt, das ist einer von meinen Studenten. Der hat das viermal gewonnen. Guck mal. Okay. Dann hat einer vorne gefragt, hat er deine Methoden benutzt, diese Sache zu gewinnen? Das war eigentlich ein Geschenk. Ich meine, für Marketing, für Bewerbung konnte er einfach sagen, ja, meine Techniks. Nein, er sagt nein. Andrea nutzt seine eigenen Ansätze. Der ist ein sehr guter Händler. Und er hat das Ding hier hat er gewonnen mit seinen einigen eigenen Systemen. Das war extrem positiv. Ich meine, der wusste nicht, dass ich dort war. Der könnte alles sagen. Aber er hat die Wahrheit erzählt. Und das ist für mich extrem positiv. Also, wirklich, Larry ist Nummer 1. Ja, aber war in Australien im Gefängnis und da könnte sogar noch nicht zahlen, rauszukommen. Wer das sagt, will nur quatschen, weil der kennt vermutlich, wie es in Australien funktioniert, nicht. Der weiß nicht, dass man kann nicht mit seinem eigenen Geld zahlen, damit man aus Gefängnis geht. Der weiß nicht, dass sogar noch kein Verwandter kann das zahlen. Das muss jemand in Australien sein, der schon länger als ein Jahr in Australien gewohnt hat oder sowas. Ich meine, wenn ich reich bin, gehe in Gefängnis in Australien, dann kann ich nicht zahlen, damit ich rauskomme. Das klappt nicht. Also, da könnte er nichts tun. Ja, aber er hat sehr viel Geld mit Büchern und mit Seminaren verdient. Weil er dort hat er gerade Probleme mit der Steuer gehabt. Ja, und? Was ist das Problem? Hat er sehr viel mit den Büchern verdient? Gut. Seine Bücher sind gut. Sein Material ist extrem gut, dann ist es richtig, dass er sehr viel Geld verdient hat. Weil sein Material das Wert hat. Das ist sehr gutes Material. Bücher, Seminare, alles ist sehr gut. Dass er damit sehr viel Geld verdient hat, das ist nur aus meiner Sicht genial und richtig. Weil diese Sache einen hohen Wert haben. Also, wo ist das Problem? Also Larry, ich kann leider für die Leute, die auf mich warten, sie wissen, ich bin immer sehr skeptisch und ich habe immer gesagt, dass es sehr viele Scams gibt, Räubereien und alle möglichen Sachen, die in der Tat nicht existieren. Und diese Gurus, so bekannte Gurus, sind zu Schluss keine echten Händler und was und was und was. Larry, nein, Larry muss ich, von meiner Erfahrung kann ich nur positiv über Larry reden. Larry, aus meiner Sicht, ist gut, ehrlich, hat ein sehr hohes Wissen über Märkte. Ich kann nur gute Sachen von Larry Williams sagen. Also, wer gewartet hat, bis ich sage, der ist auch ein Scam, nein, Larry ist, wie ich ihn kennengelernt habe, kein Scam, der ist wirklich gut.
Ob er heute Geld verdient, ob er heute nicht mehr handelt oder ob er heute Geld verliert an der Börse, das kann ich nicht sagen, das weiß ich nicht. Ich kenne seine Kontoauszüge nicht, ich kenne sein Konto nicht, ich kenne sein Leben eigentlich nicht genug, damit ich hier eine Antwort geben kann. Ich kann nur sagen, dass meine Erfahrung direkt im Training mit Larry war sehr extrem positiv. Larry Williams ist Nummer 1, sehr gut. Das war's, Leute. War das interessant? Können Sie beim Kanal abonnieren, können Sie auch Fragen stellen hier unten. Ich bin da und wir treffen uns nächstes Mal. Ciao von Andrea Unger. Ciao aus Italien.